Hallo, ich habe mir heute mal was Neues überlegt. Ich bin gerade dabei, eine Lego-Basis zu bauen. Es ist jetzt nicht so, wie es im echten Star Wars ist und so. Nein, ich habe es einfach mal mit Lego-Teilen gebaut. Ich habe mir jetzt keine Lego-Teile bestellt oder so. Ich habe mir keine bestellt, genau. Ich habe versucht, die Basis einigermaßen hinzukriegen. Dann hier ein kleiner Absatz. Das Gelbe, ich hoffe, man sieht es jetzt da ein bisschen besser. Das Gelbe soll ein Absatz sein, sowas wie ein Berg, aber natürlich ist das kein Berg, es ist einfach so eine Treppe. Sie gelangt nicht bis nach ganz oben. Das habe ich auch mit Absicht so gemacht, sonst könnten die Separatisten die Klone darauf. Jetzt fange ich auch schon mal an mit dem ersten Punkt. Und zwar hier einmal mit einer Landefläche. Mit einer Landefläche, mit einem Abwehr, mit einer. Das tut mir jetzt leid, mit einer Abwehrposition, sagen wir es so. Hier stellt sich dann ein Klonkrieger drauf mit so einer Waffe. Und passt auf, dass hier nichts angreift. Da ist jetzt keine drauf, weil ich noch nicht mit fertig mit dieser Waffe bin. Dann hier ist das gleiche, nur hier ist es schon aufgeteert und alles schon gemacht. Die Waffe ist schon fertig. Hier einmal ein etwas anderes Schutzschild. So sieht's aus. Hier unten einmal eine Abwehrkanone, die gerade auf Darth Maul gerichtet ist. Hier einmal ein Droide, der schon von der Waffe zerstört wurde. Ein Arm ist schon ab. Und hier wurde es noch von der Waffe zerstört. Und dieser wurde von Chewbacca zerstört. So sehen die Klone. Ach, zum anderen, so sieht der Klon aus. Dann kommen wir mal zum anderen Klon. Er versucht hier gerade, die Basis so gut wie möglich zu verteidigen und zielt hier gerade auf diesen Droidika. Ne, Droidika, genau. Die hier sind eindeutig die Separatisten in der Überzahl. Genau, hier unten haben wir noch einen, dann hier haben wir einen. Und dann gehe ich mal weiter. Hier sehen wir Lando Calrissian gerade im Lauf, wo er fast umfällt, um zu verhindern, dass er ihn trifft. Er wird ihn nicht treffen. Er ist so schnell, dass er und er hat vergessen nachzuladen. Das tut mir leid, ich habe ein bisschen Husten und bin krank. Aber ich versuche das trotzdem so gut wie möglich zu meistern. Von innen noch. Nur die Waffen, die Ersatzwaffen, habe ich noch keinen Waffenschrank gebaut. Der, wo das dann überwachen. Hier einmal, ich hoffe, man sieht es jetzt, mal anders hinrichten. So. Einmal ein Bildschirm, wo alle Sachen errichtet werden, was so drauf ist. Und wie soll man es erklären? Ich kann es nicht erklären, das müsst ihr selber wissen. Oder ich versuche es einfach mal zu erklären. Hier ist halt alle Sachen drauf. Ich baue dann auch noch an verschiedenen Stellen Kameras aus, auf, die wo dann überwachen, ob irgendwas angegriffen wird und das erscheint dann auch drauf. Von innen sonst nichts mehr. Hier kann man noch Waffen befestigen. Dann hier einmal ein Tunnel. Auf der anderen Seite dann das gleiche, wo ich dann alles befestigt habe. Wenn ich noch solche Teile habe, werde ich hier auch nochmal sowas befestigen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Chewbacca. Hier war eigentlich ein Aufzug, wie man sieht, von den Separatisten zerstört. Und Chewbacca nimmt das als perfekten Schutzpunkt, dass er die Separatisten so gut wie möglich abschießen kann. Dann hier eine kleine Insel, gerade nicht in Betrieb, stellt sich keiner drauf. Jeder konzentriert sich auf die Schlacht. Ich habe nicht so viele Teile. Wenn ihr wisst, wo man Teile bestellen kann, dass man so einen richtigen Berg bauen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann hier auch noch mal ein kaputter Klonkrieger. Das sind jetzt mal hier die gleichen. Kein Klonkrieger, einfach Krieger. Das sind die gleichen. Was hat denn der hier? Das gehört natürlich nicht dran. Ja, hier einmal. Darth Maul kämpft gerade gegen, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der heißt. Oh Mann, immer dieser Schnupfen. Ich habe keine Ahnung gerade, wie der heißt. Ich guck einfach mal kurz. Ich habe kurz auf Pause gedrückt. Ich weiß, wie er heißt. Er heißt Ponk Grell. Darth Maul versus Ponk Grell.
Es sind jetzt nicht alle Körn jetzt gleich. Ich habe einfach mal die genommen, wo ich habe. Ja, hier einmal auf so einem dünnen Teil die Basis erstmal hier drauf zu kriegen, dass hier, wenn man so drauflegt, dass das dann nicht kaputt geht. Das ist schon Arbeit. Das ist jetzt keine gescheite Basis. Wenn ihr wisst, wie man eine gescheite Basis bauen kann, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare und einen Daumen hoch, weil sowas ist echt schon ein bis fünf Tage Arbeit, weil das sehr schwer ist. Dann hier einmal das Meer. Sie kämpfen hier gerade im nicht so tiefen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wo ich sie hinstelle, aber sie kämpfen nicht im tiefen und sie stehen im Wasser. Und da habe ich hier nochmal einen Pilot in so einem kleinen Schiff, Raumschiff, ja gesagt. Der fliegt dann hier so über den Planeten und wirft und hat halt dann eine Pistole in der Hand. Habe ich jetzt noch nicht reingebaut, habe ich vergessen. Fliegt und schießt dann verschiedene ab. Ja, ich würde. Und dann habe ich hier noch einen Klonkrieger, einen Separatistenkrieger, sagen wir so. Das sind diese Krieger vom Wald, die wo die Separatisten Sachen beschützen. Ich nehme mal kurz den Helm ab. So sieht's dann von innen aus. Was für ein Gesicht. Ein nicht so schönes. Jetzt funktioniert das hier gerade nicht mit der Kamera einfach irgendwie. Ja, geht gerade nicht. Der kommt dabei mal hier hin. Und das war's dann auch schon mit meiner Station. Es wird natürlich noch weitergebaut. Hier hinten liegt jetzt mal ein bisschen Lego draußen in meiner Lego-Kiste. Hier ist auch noch Lego. Ich weiß nicht, ob ich die Platte verwenden soll und für was denn auch. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall, ja. Das war's erstmal mit meinem Video. Bis nächstes Mal. Daumen hoch, bitte. Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Jetzt bemerke ich gerade, dass das hier schief ist, wenn ich mir in die Kommentare schreiben sollte. Ich hab's bemerkt. Ich habe natürlich auch noch ein anderes Schutzschild für den Klonkrieger. Mal gucken, ob ich kurz reinkomme. Genau, das sind die zwei Schutzschilder. Sind relativ einfach zu bauen, kann ich auch wieder umändern. Ich versuche mal das. Ja, hier kann man es jetzt ungefähr befestigen. Und dieses Schutzschild ist auch gedacht, dass das nicht so schnell kaputt geht, weil dieser Druid ist jetzt ein bisschen kaputt gegangen. Weil jetzt zum Beispiel der hier hätte er ihn besiegt. Hätte er ihn besiegt, könnte hier hinlaufen und schießen, aber dann knallt das zurück und würde vielleicht dann auf Darth Maul knallen. Aber nein, das wird nicht passieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ja, bis nächstes Mal.